Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich nochmal zur späteren Stunde. Ich mache jetzt noch ein Channeling. Ich habe das Gefühl, hier möchte eine Seele etwas loswerden. Deshalb stelle ich mich als Kanal zur Verfügung und werde gleich aus der Sicht deines Gegenübers zu dir sprechen. So wird es ablaufen. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch gut hinein und das Reading ist zeitlos. Das heißt, dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Das Mischen könnte ein wenig länger dauern, weil ich mich jetzt tatsächlich sehr stark konzentrieren muss und mich eben extrem gut anbinden muss. Ja, und ich würde sagen, wir starten und hinterher überlege ich dann noch, ob ich, das entscheide ich ganz, ganz spontan, ob ich noch Orakelkarten dazu ziehe oder nicht. So, ich würde sagen, los geht's, ihr Lieben. Wir fangen an. Was möchte hier jemand loswerden? Konzentriert euch gut auf euer Gegenüber, schließt die Augen, stellt euch ihn bildlich vor. Das kann manchmal auch sehr gut helfen. Du bist die absolute Traumfrau für mich. Das möchte ich dir als allererstes sagen. Du bist so unabhängig, du bist so stark und manchmal schüchterst du mich ein mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, mit deiner Präsenz. Du hast auch irgendwie überirdische Kräfte, die ich manchmal nicht ganz einzuschätzen weiß. Du bist unheimlich attraktiv, das möchte ich dir als allererstes sagen. Für mich bist du genau das, was ich eigentlich immer bei einer Frau gesucht habe. Und Mir zieht es manchmal den Boden weg, wenn ich auf dich zukomme und du mit deiner Kraft und deiner Stärke, deiner Präsenz mir entgegentrittst. Ich weiß, dass du so viele Chancen hast und ich weiß, dass ich einfach ein absoluter Hornochse in manchen Situationen bin. Du bist extrem spirituell, du empfängst meine Energien, ich spüre dich, ich spüre, wie mich zu dir zieht. Und vor allen Dingen weiß ich, dass du selber das pure Licht bist. Ich muss dir gestehen, ich habe selber auch eine Kartenlegung geschaut und habe geschaut, wie es mit uns weitergehen könnte. Ich bin sehr unsicher in Bezug auf dich, das möchte ich dir sagen. Und gleichzeitig sende ich dir energetisch Botschaft über Botschaft und melde mich bei dir. Du bist so weit weg. Ich vermisse dich so unheimlich, aber du bist einfach so weit weg. Ich kann dich im Moment nicht so richtig greifen. Nur auf der energetischen Ebene merke ich und spüre ich deine Energie, deine Stärke, deine Ausstrahlung. Du wächst auch immer weiter und irgendwie macht mir das Angst. Ich weiß, dass hier in unserer Verbindung einfach eine ganz, ganz große Disbalance immer wieder geherrscht hat. Ich immer wieder auch ausgestiegen bin aus dieser Verbindung. Aber du kannst dir sicher sein, du bedeutest eine Welt für mich. Du bist meine kleine heile Welt. Ja? Im Außen scheint vieles sehr trist zu sein bei mir. Und du erhältst meine Welt immer und immer wieder. Wenn ich mit dir zusammen bin, dann ist das warm. Es ist ein Gefühl von Kraft, Energie, was du mir gibst. Gleichzeitig möchte ich hier wirklich von neuem beginnen. Ich möchte einfach dir sagen, dass du die Welt für mich bist. Ich möchte mit dir neu anfangen. Ich möchte die Leichtigkeit mit dir spüren. Durchs Leben tanzen, die Welt erkunden. Das wäre mein Traum. Und vielleicht hat es dir sogar auch eine Kartenlegerin schon mal vorhergesagt. Ich komme. Du kannst dir ganz sicher sein, ich mache mich gerade schon eigentlich fertig. Ich bin schon dabei, fast loszueiern, um zu dir zu kommen. Das hört sich vielleicht an, aber es ist so, mich hält hier nichts mehr, wo ich bin. Da, wo ich bin, ist meine Welt nicht in Ordnung und ich möchte zu dir. Das ist das Einzige, was ich im Moment ganz, ganz tief in mir drin spüre. Ich möchte einfach zu dir. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Ich glaube, dass es für uns einen gemeinsamen Weg gibt. Du bist dieses Licht aus der Ferne, was so strahlend ist, was so mich magisch anzieht und ich kann nicht beschreiben, wie ich das noch besser in Worte fassen soll, außer dass ich einfach zu dir möchte. Ich brauche dich, ich brauche dich. Du bist einfach das, was ich mir wünsche und das werde ich dir auch zeigen und sagen.
Ich weiß, dass ich längere Zeit einfach meine Zeit brauchte. Ich habe mich zurückgezogen aus Gründen verschiedener Dinge. Ich war einfach überfordert, überfordert in vielen Dingen. Ich musste nachdenken und es musste etwas still bleiben in meinem Leben. Ich brauchte die Stille, ich brauchte die Ruhe, um mir klar zu werden, was du für mich bist und wer du für mich bist vor allen Dingen. Und immer mehr wurde mir klar, und Tag für Tag, wo wir keinen Kontakt hatten oder nur sehr wenig Kontakt hatten, du fehlst so immens. Ich werde versuchen, alles daran zu setzen, hier einen positiven Weg mit dir zu gehen. Wir werden das schaffen. Ich weiß, es wird kein leichter Weg, aber ich werde daran arbeiten und ich werde dir versuchen, die Stabilität und Sicherheit zu geben, die ich dir in der Vergangenheit nicht geben konnte. Du sollst einfach wissen, dass ich mich hier weiterentwickeln möchte, auch weiter mich entwickeln möchte, was unsere Beziehung anbetrifft. Es ist unheimlich wichtig, dass ich in diese Stille gegangen bin, damit ich reifen konnte. Ich war zu unreif. Ich habe das auch alles vielleicht einfach ein bisschen zu locker gesehen. Und mir war das nicht bewusst, wie sehr ich dich damit auch verletze. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, jeder ist gegen uns. Jeder versucht, uns Steine in den Weg zu legen. Jeder versucht, diese Verbindung im Außen zu manipulieren und drescht hier auf mich ein. Ich war nicht bereit, in der Vergangenheit diese Verbindung zu beschützen, aber jetzt bin ich es. Ich möchte für mich einstehen, ich möchte für uns einstehen und ich möchte vor allen Dingen dir beweisen, dass es mir ernst ist. Ich werde hundertprozentig dir versuchen, so liebevoll und charmant entgegenzutreten, wie ich nur kann. Gleichzeitig möchte ich dir auch die Stabilität und die Sicherheit geben. Auch die Musik, die wir immer zusammen gehört haben, die höre ich heute noch in meinem einsamen Kämmerlein. Und du sollst wissen, bei jedem Lied laufen mir die Tränen, auch wenn du mich noch nie hast weinen sehen. Ich weiß, dass es einiges zu klären gibt und dass wir einiges bereden müssen, auch wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir können das schaffen. Wir haben schon einiges hinter uns und dieser Prozess war nicht einfach. Aber ich sage dir, wir können es schaffen, wenn du es willst. Ich bin einfach so verliebt in dich, gleichzeitig habe ich Angst, dass das alles nur eine Illusion ist. Ich habe Angst, zu meinen Gefühlen zu stehen. Das ist das, was ich dir, warum ich auch immer wieder in die Stille gegangen bin. Diese Angst, weil du bist so stark. Du bist so extrem stark. Aber trotzdem habe ich diese Gefühle für dich. Und wenn ich mit dir zusammen bin, dann schwebe ich wie im siebten Himmel auf rosa Wolken. Und wenn ich dann wieder gehe in meinen Rückzug, dann tut das unendlich weh, das kannst du mir glauben. Und ich weiß, dass ich immer wieder auch bei dir für Illusionen gesorgt habe, aber du kannst dir sicher sein, ich möchte da aufräumen, ich möchte dir etwas erklären und ich möchte dir sagen, wie wichtig du mir bist. Die Nachrichten werden kommen von mir. Wie gesagt, ich mache mich eigentlich schon auf den Weg. Ob ich vor deiner Tür stehe, ob ich dich anrufe oder ob ich dir schreibe, das weiß ich noch nicht. Aber sicher werde ich die Kommunikation zu dir suchen. So viel steht fest. Ich habe schlaflose Nächte. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Einerseits habe ich riesengroße Angst, weil ich einfach so ein Hornochse war und vieles versaubeutelt habe. Ich habe dich auch immer wieder stehen lassen und das tut mir unendlich leid. Und du kannst dir sicher sein, mir geht es überhaupt nicht gut. Weil ich nicht weiß, wie kann ich es gut machen. Sowas kann man nicht gut machen. Was ich getan habe, kann man nicht gut machen, aber ich möchte es so gerne. Zumindest möchte ich es in der Zukunft besser machen. Vielleicht können wir gemeinsam die Vergangenheit loslassen. Ich freue mich auf unser Treffen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht auch auf einem neutralen Boden. Du weißt, wie gerne ich mit dir unser Getränk genossen habe, wie wir abends zusammengesessen haben, wie wir schöne Stunden verbracht haben. Und das kreist durch meine Birne ohne Ende. Da kannst du dir sicher sein. Ich denke immer und immer wieder an die schönen Treffen mit dir. Und ich freue mich schon auf das nächste Treffen. Denn ich werde dich einladen. Ob du sie annimmst, das liegt ganz bei dir.
Ja, ihr Lieben, jetzt spreche ich wieder Janina. Das war etwas, was die Seele unbedingt loswerden wollte. Ich finde es sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sich sehr traurig angefühlt, diese Seele. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie hat ein bisschen Erleichterung bekommen. Also auch eine erleichternde Energie. Wahrscheinlich musst du das genau raus. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Das war wirklich der Impuls. Und ich glaube, dass dieser Mensch dir auch, ich habe heute intuitiv die größte und dickste Rose hier ausgesucht für die Kerze, ja. Und ich glaube, dass dieser Mensch dir eben auch wirklich etwas mitbringen wird, eine kleine Aufmerksamkeit. Oder es sind wirklich immens schöne Worte. Auf jeden Fall kommt hier eine Einladung, damit kannst du rechnen, wenn du hier mit in Resonanz bist, ja. Und ich möchte natürlich auch immer daran erinnern, wenn es so eine Botschaft ist, ist es ganz wichtig, dass du dich gut reinspürst. Denn eine Kartenlegung kann dir Hoffnung machen, sie kann dir auch eine Hoffnung nehmen, ja. Und natürlich, das war jetzt hier eine wunderschöne Botschaft. Wir ziehen jetzt auch noch ein paar Orakelkarten, um hier ein paar Zahlen und Buchstaben noch rauszubekommen, damit du auch so ein bisschen einen Anhaltspunkt hast, ob das passt. Ja, weil ich möchte nicht, also ich möchte einfach keine Hoffnung machen. Und das hier ist sehr allgemein gehalten, ja. Gerade wenn sich eine Seele zur Verfügung stellt. Wir schauen mal, welcher Zeitraum wird wichtig und welche Zahlen. Wir haben die Zahl 10, das ist schon mal was Schicksalshaftes. 10 Tage, 10 Wochen. Und die Zahl 8. Also die 10 könntest du häufig sehen, die 8 könntest du häufig sehen und hier haben wir noch die 4. Vielleicht bist du auch eine 10, eine 8 oder eine 4 in deiner Lebenszahl. Vielleicht ist auch der 10., der 8. oder 4. eine wichtige Zahl, wo jemand Geburtstag hat. Oder der Monat 10, 8 oder 4. Die Zahl 44, 4.44 Uhr, 10.10 Uhr könntest du häufig sehen. Oder 3.44 Uhr oder 8.44 Uhr, ja. Gleichzeitig habe ich hier die 108, die 104, die 88, die 44, die 41, die 40 und die 80 und die 81. Die 48 habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Und die 84. Also diese Zahlen können für dich eine wichtige, wichtige Bedeutung haben und vielleicht sagen dir diese Zahlen etwas, ja? Ich habe hier auch das Gefühl, dass diese Stagnation, nämlich 8 und 4 ist 12, das ist der Gehängte im Tarot, diese Stagnation geht raus, hier wird sich jemand ziemlich zügig bei dir melden, das glaube ich schon, ja, und entweder ist es wirklich die 4 bis 10 Tage, habe ich das Gefühl, wird das hier stattfinden. Vielleicht noch 2 Wochen, also 14 Tage. Schauen wir noch mit den Bäumen. Was wollen die Bäume noch sagen zu diesem Reading? Okay. Das sind so schöne Karten. Der Ahorn. Ich vertraue dem Leben und nehme es tatkräftig und mit Leichtigkeit in die Hand. Dieser Mensch ist im Vertrauen und der kommt ja auch im Vertrauen auf dich zu, auch dass ihr das meistern könnt, dass ihr hier die Vergangenheit gemeinsam bewältigen könnt. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Vielleicht hast du einen Ahorn irgendwo in deiner Nähe stehen oder dieser Mensch könnte für dich auch noch eine wichtige Bedeutung haben. Sternzeichen machen wir natürlich auch noch. Für welche Sternzeichen ist das hier besonders wichtig? Wir haben hier den Löwen. Wir haben hier die Schütze. Wow, wir haben die Jungfrau, den Krebs, den Stier und im Unterdeck habe ich hier die Zwillinge. Für diese Sternzeichen ist das hier besonders wichtig. Wenn dein Sternzeichen jetzt nicht genannt ist oder das deines Gegenübers, ist das nicht schlimm, das kann trotzdem dein Reading sein. Ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen. Okay, gucken wir noch mit den Engelskarten. Der Buchstabe V könnte wichtig sein. Vanessa, triff deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher, welcher bringt mich eher von ihr ab. Also hier hat sich jemand auch ganz genau einen Weg überlegt, ja, also dieser Mensch, ich kriege hier wirklich rein, dieser Mensch ist bereit, mit dir diesen Weg anzutreten, ja, jetzt ist dieser Mensch hier bereit dazu.
Die Vanessa, also der Name Vanessa könnte wichtig sein. Und vielleicht hat er auch eine Tochter, die Vanessa heißt, oder ein Familienmitglied. Das kommt mir heute auch durchgegeben. Oder du heißt Vanessa. Oder der Buchstabe V, wie gesagt, ja. Dann haben wir hier noch S. Shanti, ich bin der Engel des Friedens. Ich bringe dir neue Ruhe und zukünftig einen sanfteren Weg. Dieser Mensch möchte die Versöhnung mit dir. Ja, dieser Mensch kommt ja auch im Rein, also in Reinheit, in ehrlichen Absichten zu dir. Kann ich dir ganz, ganz, ganz klar sagen. Ja, also ich habe hier auch wirklich das Gefühl, die Farbe Weiß spielt hier eine große Rolle. Vielleicht fährt er ein weißes Auto oder ein silbernes Auto. Muss kein Großwagen sein, könnte ein Kleinwagen sein, der mir reinkommt. Vielleicht gibt es ein Video, auf das ihr gemeinsam seid. Mir kommt ein Video rein. Ich kann euch dazu nicht mehr sagen, aber ein Video kommt mir rein. Mir wird ein Video angezeigt. Und hier haben wir noch Astara, der Buchstabe A. Du verdienst das Beste, greife mit deinen Träumen und Wünschen nach den Sternen und geh keine Kompromisse ein. Also hier geht es wirklich darum, dass hier jemand verstanden hat, dass du das Beste für diesen Menschen bist, ja. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass einer von euch eventuell sehr, sehr musikalisch ist. Vielleicht spielt auch jemand Gitarre. Ja, das kommt mir hier auch rein. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du eventuell mittellanges Haar haben könntest. Könnte von hell bis dunkel alles sein. Ja, auch rote Haare kommen mir heute extrem rein, die ich hier reinbekomme. So mittellanges Haar könntest du haben, muss aber nicht sein. Ja, nagelt euch da nicht zu doll drauf fest. So, dann machen wir noch die Hardcards und die Charms und dann machen wir auch Schluss. Okay. Dieser Mensch hat einen Hilferuf abgegeben und du wahrscheinlich auch. Ja, also dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Also hier gibt es wirklich eine riesengroße Chance für euch, was ich hier wahrnehme. Hier unterstützt auch der Himmel. Hier haben wir den Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Riskante Versuchung, der Schein trügt. Ja, davor hast du Angst. Ne? Es kann sein, dass das wirklich immer wieder so war, dass er hier abgetaucht ist. Ja? Aber dieser Mensch, der brauchte das. Der brauchte das, um zu reifen. Muss ich ehrlich sagen, so hat es sich auch angefühlt. Wir haben hier aber auch das auf ewig. Ne? Respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im Anderen, der ewig währt. Also ihr seid hier definitiv Seelenpartner, ja? Und seid auch in einem Seelenpartnerprozess. Okay. Dann schauen wir noch mit den Charms und dann machen wir Schluss. Wir haben den Lebensbaum, also das ist Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, dass du für diesen Menschen unheimlich Energie, also also er hat ja mitgeteilt, dass du ihm Kraft, Licht, Energie, Wärme spendest, ja. Der Baum ist hier auch wieder angezeigt. Du schenkst ihm auch Gesundheit, Erholung. Er kann bei dir auftanken an Kraft. Ihr tut euch gegenseitig gut, wenn ihr zusammen seid. Das ist das Erste, was ich reinbekomme. Und gleichzeitig ist das hier eine Lebensendliebe, die hier liegt. Ja, das heißt, hier kann es wirklich zu Stabilität und Wachstum kommen, die wirklich lange anhält. Ja, das Ganze hat natürlich eine Transformation gebraucht, beziehungsweise gab es hier einiges zu transformieren. Auch er musste hier wirklich reifen, so kriege ich es rein. Und wie gesagt, vielleicht siehst du auch viele Schmetterlinge, ja. Wir haben noch den Delfin, der auch für Liebe und Frieden steht, für die Versöhnung, ja. Also ich habe hier das Gefühl, der Delfin taucht hier auf, um wirklich Freude in dein Leben zu bringen. Und es könnte auch sein, dass er gewiss so ein bisschen die Dinge überspielt, weil er nicht weiß, wie er damit umgehen soll, weil du auch eine sehr, sehr starke Ausstrahlung auf diesen Menschen hast, ja. Er wird für Klarheit sorgen, du wirst es spüren, dass dieser Mensch auf dich zukommt. Hier haben wir den doppelten Schmetterling, also auch wieder zwei doppelte Tiere.
Ich glaube, dass ihr relativ unterschiedlich seid, aber doch irgendwie gleich. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe hier dieses kleine Schaukelpferdchen, was eben für tatsächlich den Neubeginn steht, ja, den ich hier ganz klar reinbekomme. So, jetzt muss ich jetzt, ich brauche bald eine Brille, ihr Lieben. Ey, was ist das denn jetzt hier? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es wirklich nicht erkennen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wartet mal, ich versuche das mal ein bisschen. Also, es hat kein wirkliches Gesicht. Sieht aus ein bisschen wie ein Bart. Da ich es wirklich nicht sicher sagen kann, was es ist für eine Figur, glaube ich, dass du hier ziemlich überrascht sein wirst. Das ist das, was ich gerade durchbekomme, ja? Also, das hatte ich auch noch nie. Geil. Ich finde es schon wieder gut. Ja, und hier haben wir den Hase, der auch für die Leidenschaft natürlich steht, für das Hin und Her, was hier vielleicht auch gewesen ist. Und gleichzeitig habe ich hier noch den nur für dich Stern. Das heißt, hier wird jemand oder das Herz von diesem Menschen in dieser Brust schlägt nur für dich. Dieser Mensch hat Gefühle, so starke Gefühle nur für dich. Ja, bei keinem anderen Menschen hat er das finden können, was er bei dir gefunden hat. So habe ich das hier. Wie gesagt, ich glaube hier dieses, es ist irgend so ein Männchen oder so, glaube ich, wie so ein Gnom oder was, keine Ahnung, ein Zwerg. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher und deswegen sage ich auch euch ganz ehrlich, ich glaube, hier kommt etwas sehr, sehr Überraschendes und es kann für dich sich im ersten Moment wirklich so sehr unsicher anfühlen, ja. Also, dass du sehr, sehr unsicher bist. Vielleicht kommt er auch sehr unsicher auf dich zu, weil du hast hier schon eine gewisse Ausstrahlung, das muss man sagen, ja. Ja, ihr Lieben, ich hoffe natürlich, dass ich euch hiermit noch eine kleine Abendfreude machen konnte und wünsche euch in diesem Sinne natürlich einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Und für alle, die neu auf meinem Kanal sind und es noch nicht wissen, mich gibt es noch bei Facebook, da findet ihr mich unter Janinas Sternstunde. Und ich mache keine persönlichen Legungen. Alle verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox unter dem Video. Und ja, genau, ich glaube, ich habe alles, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf, bleibt alle gesund und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.